Moin zusammen, es geht einmal mit null Beweisen nach Edgefield. Die letzte Runde musste ich leider alleine zu Ende machen und sie hat leider einen Yurei verpasst, weil wir haben Yureis ja eigentlich sehr gerne. Deshalb dachte ich mir, ach weißt du was, nimm mal Edgefield, weil in Edgefield hatten wir bisher, wenn wir da Yureis hatten, waren das immer richtige Action-Yureis gewesen. Und hoffentlich kriegen wir jetzt nochmal einen Yurei, weil das ist jetzt, wir hatten da in letzter Zeit wirklich so Yureis, die sind immer ausgerastet. Und da habe ich mir einfach gedacht, ja komm, das nennen wir jetzt das Yurei-Haus. Weil wenn man hier einen Yurei hat in Edgefield, die sind meistens immer entweder im Keller oder unten am Eingangsbereich und die machen dann richtig Action. Die benutzen dann auch immer die Fähigkeit an der Haupttür und solche Scherze. Hoffen wir mal, dass es einer ist. Wir haben wieder schöne Aufgaben. Ich hoffe, hier finden wir den Knochen. Das heilige Klo wird uns vielleicht auch helfen. Also gehen wir mal da rein und fragen nach. So, hier geht's schon mal rein. Du kannst ja nachher wieder mit dem heiligen Klo reden. Sie macht wieder das heilige Klo nachher. Ich mache hier wieder mal meine ganze Kerzennummer. So, Brecki, haben wir ihn versteckt? Neben dem Brecki ist ein Versteck, sehr gut. Das ist immer gut, weil dann kann auch einer sich hier positionieren und den Brecki immer wieder anmachen, wenn der Geist den dauernd ausmacht und nervt. Und kann sich dann auch da direkt verstecken, wenn der Geist anfängt zu handeln. Weil meistens machen die das immer, wenn sie handeln wollen. Machen sie meistens den Brecki immer vorher aus. So, dann schauen wir mal. Kellerchen. Hier ist auch ein Versteck. Der Keller hat auch ein Versteck. War ein Ambient-Sound. Aber das davor war vielleicht eine Tür. Ghost, are you here? Give us a sign. Okay, man kann sich im Keller verstecken, man kann sich in der Garage verstecken. Bist du oben, ne? Nee, ich bin hier unten gerade am gucken. Okay, dann geh ich hoch, ne? Ich war jetzt gerade noch im Keller, aber da ist eben ein Versteck und sonst nichts. Knochen habe ich auch noch nicht gefunden hier unten. War da oben gerade was? Nee, das war ich. Ich bin gerade hier. Okay. Hier unten ist die Inspektion durch, dann ab nach oben. Da ist dein heiliges Klo. Ich geh mal nach hinten durch. Oh oh. Das Klo hat gesprochen. Der Geist ist wahrscheinlich hier im Flur. Super. Ja, hier. Der hat hier die Tür bewegt am Klo. Ah, wir haben einen Flurgeist. Halleluja. Oh mein Gott. Wir brauchen diesen Knochen. Der hat hier ein Bild runtergeworfen. Kannst fotografieren. Ja, ist gerade umgefallen. Und hast du es zentriert? Ja, siehst du, hat doch gezählt. Musst es nur richtig zentrieren, dann zählt es auch. Ein Glück. Ich habe den Knochen nirgendwo gesehen. Du kannst ja auch nochmal hier gucken, überall, aber ich habe hier nichts gesehen. Oh, hier ist auch Atem. So, hast du den Knochen? Der hat hier die Tür angefasst beim Klo. Ah, mir gehen die ganzen Interaktionen hier flöten. Ich hole mir eine Potion, eine Kamera. Ich will die Interaktionen haben. Wo ist die Kamera? Kamera, Kamera. Nein, keine Kamera. Ah. Ah, wo sind die Kameras? Mann. Ich leg mir mal eine extra mal hier vorne an die Ecke und immer ist sie weg. Ghost, give us a sign. Are you here? Are you here? Give us a sign. Are you here? Hier ist Atem in dem Raum. Are you in here? Wo ist denn der blöde Knochen schon? Keine Ahnung, ey. In letzter Zeit, immer wenn man die Aufgabe hat, findet man diese blöden Knochen nie. Bitte, Breaker, bleib bei mir. Ey. Was macht
ich dann natürlich nichts mehr, jetzt wo ich eine Kamera habe. War ja mal wieder klar. Warst du gerade am Licht? Ja, da ist ein Versteck. Okay, schauen wir mal. Wo wird's kalt? Also, das Schlafzimmer, weißt du, das ist ein Versteck im Schlafzimmer. Oh shit, der Brecki ist aus. Es ist kein Gin. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein Flurgeist. Ich gehe den Brecki mal wieder anmachen. Oh mein Gott, ja, das wird jetzt eine Prozedur. Nehmen wir direkt auch ein paar Items mit. Wo ist denn dieser Knochen? Das kann doch nicht wahr sein. Gucken wir mal hier nochmal, ob wir hier was übersehen haben. In den Ecken. Nein. Ich sehe hier keinen Knochen. Sind wir jetzt schon wieder so blind? Oder liegt er hier jetzt am Eingang und unsere Items liegen da drauf? Das kann natürlich auch wieder mal sein, ne? Dass der Knochen am Eingang ist und wir haben alles da einfach draufgeschmissen, mal wieder. Also ist wirklich der Knochen, das muss man mal gucken. Ja, kannst du ja machen. Ich will noch mal kurz gucken, was jetzt... Es ist zwar kalt hier, aber nicht mega kalt. Ich will mal kurz hier drin schauen. Nee, hier wird es warm. Okay, dann ist er wirklich nicht hier drin. Weißt du was? Wir lassen die Türen mal auf. Okay, hier geht's wieder runter. Was ist mit dem Bad hier? Moment mal. Du bist ein heiliger Klugeist. Oh mein Gott. Mein Gott, haben wir ein Glück. Es ist ein heiliger Klugeist. Den Sensor lasse ich aber trotzdem hier. Was ist das für ein EMF? Oh, das ist Teddy. Das habe ich gehört, aber was war das andere EMF gerade? Bist du ein Wraith? Nee, das ist alles aus der Richtung da gekommen. Alles von Teddy, okay. Ja, okay. Wir müssen die Verstecke auf jeden Fall noch finden und die herrichten. Die Sensoren brauchen wir. Und auf jeden Fall eine Kamera. Eine Kamera und das Salz. So, die Kamera. Hier gucken wir jetzt mal kurz im Raum, ob da ein Orbi ist. Ich sehe keinen Orbi. Und die Kamera stellen wir mal hier so hin. Okay, die floatet jetzt, aber okay. Das war ein Klopfi. Na komm, tun wir dem mal. Nee, der klopft hier gerade ans Fenster. Ich weiß nicht, wie ich... Ach, shit! Ich habe das Fenster versucht zu fotografieren und das hat nicht gezählt. Lecco mio. Das war's mit dem Perfect Game. Nie wieder hier das Fenster fotografieren, das bringt nichts. Da ist das Salz. Du hältst dich aber dran mit den Laternen, ne? Das legendäre Foto vom Klo. So, diesmal habe ich das Klofoto gemacht. Haha. Ging schon wieder eine Tür, der lohnt aber. Ich habe Ich weiß auch nicht, was mit den Knochen in letzter Zeit los ist, ey. Okay, wir haben da kein Versteck. Ja, das ist so ein Mist mit den Knochen. Okay. Das hier wird unser Versteck. Hier bauen wir jetzt auch alles auf. Hier testen wir jetzt auch auf Phantom und Banshee. Das heißt, wir nehmen das Kruzi. Dann testen wir das hier hinten einfach mal. Dann sichern wir den Raum hier ab. Ganz hinten durch im letzten Raum, da kannst du noch ein Parabol hinbringen. Dann testen wir da jetzt gleich auf Phantom und Banshee. Ja, ehrlich gesagt, nehme ich den doch auf.
Ja, Knochen kannst du vergessen. Wir brauchen da oben auch noch eine Taschenlampe, die kannst du dann da hinten noch hinbringen. Damit leuchten wir den Weg aus. So. Ja, die brauche ich hier für, wenn der hier entgegenkommt, dass wir den sehen. Der ist aber noch. Den, wie du willst. Ich habe ja schon einen dahin getan. Achso, es ist alle. Was nehmen wir noch mit? Wir nehmen noch das Empf mit. Mit der Kamera immer. Das ist ja lustig. Hast du aufgehängt? Ja, ich wollte die da neben die Kommode stellen. Dann ist sie da oben einfach hängen geblieben. Dann dachte ich mir, ja, okay, ist auch gut. Das heilige Klo kriegt auch noch eine. Du kannst, wenn du willst, da noch das Salz fotografieren an dem Raum. Wir haben ja eh kein Perfect Game mehr, also ist egal, kannst dich ruhig mit austoben. Du kannst hier eine Kamera nehmen und das Salz da fotografieren am Geisterraum. Ich glaube aber nicht, dass das ein Stalker ist. Der wäre uns schon längst nachgedackelt jetzt in der Zeit, in der wir hier aufgebaut haben. Ich glaube aber nicht, dass ein Bench ist. Der wäre uns schon längst einmal hinterhergekommen, mindestens, während wir hier aufbauen. Schauen wir mal. Oder die haben wieder. Manchmal haben die auch Probleme mit dem Pathfinding, ne? Wenn die versuchen zu stalken. Ich weiß nicht warum. So, der Raum, der ist ja ungefähr in der Richtung. Mal gucken, ob wir da jetzt was kriegen auf dem Parabol. Da läuft ein anderer Geist rum. Ein Geist macht Fotos. Uiuiui, da will einer duschen. Jetzt tust du da heimlich mit dem Geist duschen, oder was? Okay, dann... Warst du an dem Lichtschalter oder war das der Geist? Okay. Whisper. Okay, ich habe gerade einen Whisper bekommen. Ich guck mal kurz nach der Sanity. Weil jetzt kann man nach Moroi schauen. Jetzt gucke ich nämlich nach meiner Sanity. Oh mein Gott, was ist denn mit ihrer Sanity passiert? Meine ist so ungefähr zwischen 78 und 80. Ja, so ungefähr bei 80. Jetzt gucke ich gleich, ob die schnell runterdrängt. Aber wir sind bei 60 im Durchschnitt. Was machst du denn hier? Ich habe einen Geist nackig gesehen. Ja, toll. Deshalb will er auch die Tür zumachen, weil er nackig ist. Wir müssen das Licht ausmachen hier, weil wir sind jetzt bei 60 gleich. Wegen mehr. So, die lassen wir hier für später. Okay, was hatte ich gesagt? Ich war irgendwas bei 80, ne? Der kommt aber nicht hier rüber. Ich glaube nicht, dass es ein Bench hier ist. Könnte ein Djinn sein, eventuell. Ich finde das so lustig, wie es da wirklich jedes Geräusch darstellt. Sogar wenn ihr, wenn ihr so... Aha, ja, der Geist hat natürlich auch was zu sagen. Wo ist er? Hä, wo ist er? Ich höre ihn doch, aber ich sehe auch nichts. Hä? War wieder so ein Verarschen wahrscheinlich. Mann, das war bestimmt wieder so ein Shadow-Event oder sowas. Ich habe extra die Nachtsicht angezogen, habe trotzdem nichts gesehen.
Okay, ich gehe mal nach der Sanity kurz schauen, weil ich hatte eben einen Whisper. Ich habe auf Moray getestet. Keine Ahnung, wo der war. Der muss ja hier im Flur gewesen sein, weil der hat ja hier Licht ausgemacht. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja komisch. Naja. Okay. Ich habe jetzt meine Zahl vergessen. War ich jetzt vorhin bei 80 oder bei 70? Wir sind kurz vor Hunting Range. Selbst wenn ich jetzt bei 80 war, habe ich nur 5% verloren. Das ist, glaube ich, ja, zur Not nehmen wir mal Sanity Pillen einmal mit. Wegen Moray, um das zu testen. Wir sind kurz vor Hunting Range jetzt für normale Geister. Wir müssen kurz unsere Sanity festhalten, wegen Amer. Jetzt aber bei meiner Zahl das vergessen. Ich habe jetzt so ungefähr 5% Sanity verloren. Das könnte vielleicht ein Moray sein, den kann ich noch nicht ausschließen. Bist du die ganze Zeit eigentlich im Dunkeln rumgelaufen? Ja. Ja, okay, deshalb ist deine Sanity so am Arsch. Weil sonst hätte ich noch einen Djinn vermutet. Also definitiv kein Banshee. Du siehst ja, der ist nicht einmal hier rüber gekommen. Das Salz ist immer noch unberührt. Ich habe nichts an den Sensoren gehört. Den kannst du ausstreichen. Wraith ist ja auch raus. Okay. Kann man die Sanity von hier aus sehen? Nee, leider nicht. Man sieht den Truck, aber nicht die Sanity. Schade. Es wäre cool, wenn man es von hier aus sehen könnte. Jetzt duscht er schon wieder. Ist der Brecki aus? Der Dusche fritt ist. Der Brecki ist aus, das ist kein Gin. Okay. Jetzt bin ich am überlegen, was machen wir jetzt? Ich versuche mal, die Dusche auszumachen, weil das nervt uns. Ach Mann, warum macht er denn immer die Dusche nebenan an? Wenn er jetzt hier drin huntet, bin ich am Arsch. Mach doch aus jetzt. Du hast ja da ein Versteck im Raum. Ich gehe noch mal ganz kurz nach der Sanity schauen. Moment mal, der war hier unten. Da unten die Laterne ist aus. Warum? Das ist ja merkwürdig. Okay, wir sind jetzt genau in Hunting Range. Ich gehe kurz in die Garage und mache den Brecky wieder an, weil da ist ein Versteck. Ich glaube nicht, dass es ein Meer ist. Der hätte schon hunten können. Und das machen die in den meisten Fällen eigentlich auch immer. So, Brecky ist wieder an. Sag mal. Hat er schon versucht zu handeln, weil das Licht in der Garage war aus? Bei mir nicht. Ja, er hat versucht zu handeln. Ich glaube, es ist kein Onryo. Der hat schon zweimal versucht zu handeln. Das Kruzi ist durch. Da, hier soll ich dir vom Geist schenken. Hilfe! Okay, dann warten wir mal auf den Hand. Hier sind wir abgesichert. Ja, frisch gegrilltes Gutzi. Okay, ich glaube, normale Hand im Mensch. Ja, dann warten wir mal auf den Hand. Ich höre das ja auch, wenn er huntet, hier über das Parabol. Schon lustig. War das ein Shade? Nee, kann kein Shade sein. Der hat ja bei 50 versucht zu hunten. Deochen ist auch raus. Ja. Weil die hunten, der Deochen huntet, der ist... Es geht los. Ghosty? Ah, der wird vom Salz geslaut. Oh, es ist eine Obacke! Backe, oh Backe. Da gibt's eins auf die Backe. Ist er gerade mal kurz zum Metzger geworden. Habt ihr es gesehen? Hat immer schnell den Beruf gewechselt. Ja. Ist ein Obacke. Und wir haben alles.
Wir können fahren. Okay. Der hat einmal kurz den Beruf gewechselt. Der ist einmal kurz vom Fischtotschläger zum Metzger geworden. Ich habe ihn ja gerade gesmatscht. Das heißt, man hat jetzt 90 Sekunden Zeit, um ganz gemütlich aus dem Haus zu latschen. So. Okay, dann haben wir alles. Okay, dann gucken wir noch mal ganz kurz, ob da nicht doch irgendwo ein Orb ist, aber ich glaube nicht. Kannst ja mal gucken, das ist der Geisterraum. Ja, ich sehe da keinen Orb, du siehst auch keinen, oder? Ne, ist nichts. Das hier ist die Kamera gegenüber vom Geisterraum, sieht man auch nichts, ne? Ne, ist nichts. Okay, dann Abfahrt. Der gute alte Obacke, der wollte uns an die Backe. Ja, es ging ja mal schnell. Da haben wir jetzt aber Glück gehabt mit dem RNG, dass er genau dann den Shapeshift gemacht hat, als er da gerade bei mir um die Ecke kam und auf mich zulief. Beim Obacke muss man wirklich das Glück haben, weil der hat nur eine Wahrscheinlichkeit von 6,66%, dass er einen Shapeshift macht während des Hands. Und er muss es mindestens einmal pro Hand machen. Und ja, im Moment ist es mit den Perfect Games und mit den Knochen verflucht. Wir gucken mal, wie es nachher in Witchview läuft. Bekomme ich was Neues? Oh ja, T2 Incense. So, das hier sind die Fähigkeiten. Das ist das mit den Fingerabdrücken, der Shapeshift und so weiter sind beim Obacke die Fähigkeiten. Ein Event, eine Hand. War ein bisschen am Rumwurm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.